Kompetenzen aus dieser Sicht würden wir dann ausdrücklich erklären, die Fähigkeit, Bezugsrahmen zu klären und zu kreieren. Das ist ja nichts Neues. Ihr alle macht das ja. Wenn ihr ein Seminar macht, überlegt ihr, wie fange ich an, um eine gute Stimmung zu machen. Und mit der Zeit lernt ihr, euren Weg zu finden, so anzufangen, dass die Wirklichkeit wahrscheinlicher wird, die für euch stimmt, mit der ihr gut arbeiten könnt. Aber wie viel tausend Seminare haben sich ins Unglück geredet, dadurch, dass man einfach chronisch am Anfang Erwartungen und Befürchtungen abgefragt hat. Und dann entstand eine Situation, das ist hier eine Mischung zwischen Wunschkonzert und Achterbahn. Und es ist gut, dass man mal darüber gesprochen hat. Und jeder verbindet für sich dann mit allerlei Ideen, was wohl geschieht, wenn ich meine Erwartungen äußere. Weil wenn ich es ja mal sage, dann sind auch andere verpflichtet, sich darum zu kümmern. Oder wenn ich meine Befürchtung äußere, dann müssen die anderen mich mit meiner Sorge ernst nehmen. Aber fast immer, und das ist natürlich in jedem Kosmos verschieden, was er damit verbindet, aber fast immer geht das Seminar nach Programm weiter und nicht nach Erwartungen und Befürchtungen. Sodass die Wahrscheinlichkeit, dass alle frustriert sind, relativ groß sind, wenn es smooth läuft, ist das, was nachfolgend ist, hat so eine starke Magie, dass sozusagen der Anfangsfehler in der Eröffnung des Seminars dann doch vergessen gemacht wird. Aber es ist eine Verschleuderung von Energien und es weckt auch Geister, die man dann unter Umständen nicht mehr so gut loskriegt nachher. Und dann wundert man sich, warum dieses Seminar dauernd von Argwohn geprägt ist, wenn ich am Anfang nach Befürchtung gefragt habe und da nicht drauf eingegangen bin. Also das sind dann Beispiele, die euch schon klar machen, dass außer, dass man intuitiv, heuristisch da seinen Weg findet, das durchaus auch nicht so dumm ist, wenn wir dazu noch ein bisschen eine ausgearbeitetere Konzeptbildung und Klärungsverfahren anwenden und lehren, damit solche Dinge bewusster gemacht werden können. Und das hat damit verbunden ist ja die bin ja auch Hypnotherapeut, habe ich ja erzählt, dass ich bei Milton Erickson auch Weiterbildung gemacht habe, habe das auch viele Jahre gelehrt. Das hat immer was damit zu tun, worauf lenke ich die Aufmerksamkeit. Und wenn ich die Aufmerksamkeit entweder auf etwas lenke, was ich nachher gar nicht brauchen kann, dann habe ich mir selbst eine Falle gestellt. Oder wenn ich versuche, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was im Moment nicht geht, weil eine andere Aufmerksamkeit einfach eine zu hohe Eigendynamik hat. Also wenn die Leute Angst um ihren Arbeitsplatz haben und darüber nicht gesprochen wird, da kann ich lang darüber sprechen, wie denn nächstes Jahr das Geschäftsmodell aussehen soll. Also da ähnliche Fragestellung wie beim Ich-Zustand. Also was muss ich adressieren und wecken, um zu sehen, was wir dann überhaupt verhandeln können? Was machst du dann, wenn der Auftraggeber sagt, wir wollen diesen 2-Tages-Workshop, die Lage so, wie sie ist, aber wir müssen trotzdem die Strategie besprechen oder so und es ist trotzdem sehr viel Angst da. Du hast aber 2 Tage Zeit. Das kannst du zwar sagen, du nimmst den Auftrag nicht an, aber du nimmst ihn an. Also ich habe natürlich kein Rezept, aber erstmal eine Idee. Punkt 1 ist, wenn die Angst wirklich im Raum ist, ist zumindest wichtig, sie anzusprechen, zu wissen, dass man das tut, dass das andere, was man versucht, nicht unter Missachtung dessen geschieht. Und dass man versucht, transparent zu machen, wie man damit umgeht. Und ich würde zum Beispiel, wenn das schwierig wird, sagen, okay, lass uns vom Design her versuchen, das umzusetzen. Lass uns mal einen Innenkreis die setzen, die im Moment das Gefühl haben, sie sind relativ frei, über Strategie zu reden. Und diejenigen, die im Moment dafür noch nicht frei sind, können einfach erstmal zuhören und das ist nichts Schlechtes. Aber dann fühlen sich die nicht dauernd im Druck, den Switch hinkriegen zu müssen und die Innen können mal in Ruhe sprechen und dann kann ich die Außen fragen, wie war das? Und dann kann ich fragen, wenn sie das so hören, ist das etwas, was Ihre persönlichen Befürchtungen eher stärkt oder nicht stärkt? Ihre Kraft, sich einzulassen, obwohl Befürchtungen da sind,
er stärkt oder nicht stärkt und so. Also man kann auf vielen Ebenen dann ganz pragmatische Konsequenzen ziehen, sei es durch Fokussierung, sei es durch Würdigung, sei es durch intelligente Designs, die Druck rausnehmen und so, die und von daher auch einfach realitätstauglicher sind. Ist das? Jetzt ist aber die Angst. Jetzt ist die Angst und die Realität so groß, dass das immer wieder mitläuft oder sehr intensiv mitläuft. Ja, dann kann man an der Stelle keinen Strategie-Workshop machen. Dann muss man damit umgehen. Das wäre natürlich besser, man wüsste das im Vorfeld, aber wenn dann der Punkt kommt, würde ich da mal sagen, also wir versuchen hier Strategie-Workshop zu machen, der Chef will das auch, das ist auch sein Job, das zu wollen. Auf der anderen Seite, er muss mit der Karawane, wohin, es nützt nichts, wenn er mit der Fahne vorausreitet und alle hängen rum und kommen nicht mit. Lass uns mal gucken, ob die Karawane überhaupt bewegungsfähig ist. Und wer schätzt das denn jetzt hier wie ein und gäbe es was, noch in Bewegung zu kommen, was müsste dafür gewährleistet sein, damit das möglich ist. Und dann würde ich viele systemische Fragen stellen und es kann sein, dass sich dabei herausstellt, dass im Moment das andere Thema vorherrschend ist und dann kannst du auch halt nichts anderes machen, da kann der Chef sich auf den Kopf stellen. Ich hatte so eine Situation bei der Bank, die du auch ansprachst, 2 Tage und ich habe die einen Tag versuchen lassen, die Strategie zu machen, das hat nicht funktioniert und dann erst guckten die so langsam zu mir rüber. Dann habe ich es ein bisschen versucht, so wie du erwähnt hast, aber es ist auch eine sehr schöne Strategie. Ja. Also die wirklich machen lassen, bis sie nicht mehr können und dann zu sagen. Gut, das ist jetzt eine taktische Frage, denke ich, die müssen erst an einen Tiefpunkt kommen, dass sie bereit sind, sich dem zu stellen. Ich denke nicht so gerne in Tiefpunkten, aber manchmal bleibt einem nicht anders, weil man sie vorher zunächst kriegt. Die Strategie machen sie nicht und das andere sprechen sie nicht an, dann muss man sie ein bisschen kochen. Das hast du, glaube ich, in dem Fall gemacht. Oder ihnen erlauben, sich selbst zu kochen. So. Jetzt, ich habe die Uhr im Auge. Ihr braucht sicher. Nee, Moment, wir haben erst eine Stunde. Genau. Ich muss mich gar nicht unter Druck fühlen. Jetzt kann man hier dann, ihr seht jetzt diese, ich habe vorher euch ja diese Stufen des, die Abwertungshierarchie habe ich euch ja vorher gar nicht dargestellt. Ich habe euch die passiven Verhaltensweisen dargestellt und was man tun kann. Aber ich habe euch an anderer Stelle, glaube ich, schon mal erklärt, Abwertung von Fakten, von Bedeutungen, von Lösbarkeit und persönlicher Lösungskompetenz. Und ich habe das, muss jetzt gerade noch mal was gucken. Okay. Und ich habe das jetzt ausgearbeitet zu einer etwas abgewandelt die Stufen zu einer Anleitung. Wenn ich davon ausgehe, wie wir es vorher hatten, jeder ist in seinem Universum und wir müssen auch überhaupt erstmal gucken, wofür wir uns zusammengefunden haben, eine Gemeinschaftswirklichkeit herstellen kann, wie man daran gehen kann. Und da ist einfach eine hilfreiche Gesprächsstrategie, dass man nicht anfängt bei der Frage, wie können wir es lösen und wer ist verantwortlich, sondern wo sind wir, mit welchem Thema haben wir es zu tun, also Daten und Szenarien. Und innerhalb dieser Szenarium, was ist für euch jetzt für das hier wichtig, für das, was ihr vielleicht nachher besprechen wollt, das wir noch nicht ganz geklärt haben. Also um welche Bühnen sind relevant, welche Einflussfaktoren, welche Player. Und wenn man da dann sich in einen gemeinsamen Bedeutungsraum einigermaßen eingefunden hat und die Bühne ein bisschen aufgebaut hat, kann man sich dann fragen, und wenn wir ein Spiel spielen innerhalb dieser Szene, wie seht ihr die Wirkungszusammenhänge und die Ablaufzusammenhänge? Und wie sehen wir die? Na, wir sehen die ganz anders, wir denken in IT und das sollte man überall erstmal einen Computer installieren und so. Und wenn die Programme dann fehlerlos laufen, dann wird sich die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen schon ergeben. Während die anderen sagen, für uns sind die Wirkungszusammenhänge völlig anders. Wir sind zum Teil herabgestuft worden, zum Teil
haben wir miterleben müssen, wie miserabel Kollegen behandelt worden sind, die jetzt nicht mehr da sind. Wir müssen erstmal da einen gewissen Frieden finden, bevor wir uns überhaupt dafür interessieren, wie wir Kooperation organisieren können. Also ganz verschiedene Vorstellungen von Wirkungszusammenhängen und ganz verschiedene Vorstellungen davon, wie zum Beispiel eine vorangegangene Entlassungswelle, die zunächst mal ein Datum ist, ob das eine Information ist für den Prozess, mit dem wir es jetzt gerade zu tun haben. Und erst dann, wenn wir da irgendwie uns abstimmen, können wir die Frage, und wie wollen wir dran gehen, mit welche Fragen geben sich und wer muss welche Antworten geben. Und das habe ich euch ja schon dargestellt. Das ist eine schematische Oberfläche, die uns hilft, exemplarisch uns auseinanderzusetzen. Dabei, wenn es gut geht, koppeln sich unsere Kulturen und unsere gesamten intuitiven Steuerungen aneinander an und regeln, was zu regeln ist, weit über das hinaus, was wir an der Oberfläche miteinander konkret klären können. Und ohne das findet Kultur nicht statt. Also wenn man, und ja, da komme ich nachher noch näher drauf. Generell ist ein Problem in Organisationen sowieso, aber auch sonst im Leben, dass es überkomplex ist. Das heißt, komplex heißt, nicht unter Kontrolle zu bringen und auch nicht genügend darstellbar. Und nicht nur, dass es nicht möglich ist, weil es kompliziert ist, sondern weil es ein lebendiges Geschehen ist, das einfach prinzipiell nicht ergründbar ist. Letztlich wissen wir nie, wie ein anderer Mensch handelt in der Situation. Wir können nur versuchen, über eine Oberfläche zu schaffen, die das relativ abschätzbar macht. Und wir alle sind bemüht, weil wir sonst uns fürchterlich verloren fühlen würden, uns eine, die an sich nicht handhabbare Komplexität handhabbar zu machen. Ich habe das vorher auch am Beispiel der Sinnesorgane aufgezeigt. Das heißt, jeder Organismus muss sich in seiner Welt das zusammenholen, zusammenzimmern, dass sie für ihn relativ berechenbar erscheint, weil er sonst um sein Überleben fürchtet oder um sein Wohlbefinden. Und das ist also von daher wichtig für die innere Integrität, aber eben auch für ein Funktionieren in Beziehungen. Wir müssen irgendwie immer eine Überschaubarkeit und eine Handhabbarkeit herstellen, auch fürs Gestalten von Aufgaben. Und nun kommt diese Doppelbödigkeit rein. Wir müssen das einerseits machen, andererseits dürfen wir nicht schematisch gewohnheitsmäßig machen, sondern es muss immer wieder neu und möglichst adäquat geschehen. Wir dürfen es nicht zu kompliziert machen, weil wir sonst einen Überblick verlieren. Wir dürfen es aber nicht zu einfach machen, weil es sonst der Differenziertheit unserer Fragestellungen nicht entspricht. Und unsere Lösung, was sich ja in diesem Dialogmodell der Kommunikation zeigt, ist, dass wir eine, da komme ich aber nachher nochmal drauf mit irgendeiner Folie, dass wir eine Oberfläche machen, die, ich habe es in einem Bild, immer so eine Gitterstruktur hat, durch die dann das Leben hindurchwachsen kann. Aber es gibt eine gewisse Ordnung. Und eine Gefahr ist, aus Angst in der Komplexität zu ertrinken, macht die Leute aus der Oberfläche gerne flächendeckend, um alle Eventualitäten unten zu halten. Das führt dann entweder zum Abtöten des Lebens drunter oder dazu, dass es an Stellen, mit denen man nicht gerechnet hat, unkontrolliert sich Bahn bricht. Das ist also eine Folge davon. Viele wirklich schwierige Wirklichkeitskonstruktionen sind eine Folge davon, dass man keine angemessene Oberflächenstruktur gemacht hat, die in einem vernünftigen Verhältnis zu vermutlich darunter die eigentliche Lebendigkeit mitbringende Tiefenstruktur steht. Also eine Didaktik. Und ihr alle kennt Ordner voll Anweisungen, die in irgendwelchen Unternehmen steht, die Dinge regeln sollen, die erstens zu kompliziert sind und die, selbst wenn sie alle Leute die Inhalte auswendig lernen würden, die würden das flächendeckende Leben tot machen, es würde nichts mehr funktionieren, wenn man es so machen würde. Das wissen auch alle, aber irgendwie kommt man so schlecht von diesen Standardfehlern der Konstruktion von Wirklichkeitsdokumentation
weg. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dafür eigene Theorien und eigene Vorgehensweisen entwickeln. Über die Leitdifferenzen habe ich gerade schon gesprochen, an dem Beispiel von den Bewerbern. Und der geistige Vorgang, mit dem wir es dabei zu tun haben, ist das Differenzieren. Man sagt immer, das ist ein toller Mensch, der ist hochdifferenziert. Damit meint man aber in der Regel, der differenziert das Richtige und lässt das Unnötige weg. Denn alle Unterschiede zu machen, die man machen kann, gibt einen Information Overload. Das heißt, man muss je nach Fokus und Fragestellung und Notwendigkeit die Sachen differenzieren, die einen Unterschied machen, von daher Steuerinformationen bereitstellen, und die Unterschiede wieder zumachen, die im Moment irrelevant sind. Und das nicht für einen Verlust an Information halten. Weil alle Differenzierungen, die man mit sich schleppt, die im Moment keine Steuerungsqualität haben, sind einfach nur Datenballast. Wir nennen das das experimentelle Vorgehen. Also am Beispiel von einem Berater, was muss der eigentlich wissen, bevor er eine Beratung anfangen kann, und über Steuerungsdreiecke und Konzepte und was wir da alles haben, helfen wir jemandem eine Strategie zu entwickeln, dass er irgendwo anfängt und lernt dort zu differenzieren, wo er einen Fokus sich entwickelt, dass man ein Steuerungsproblem ist, wofür man das braucht. Und wenn sich der Fokus verschiebt und andere Steuerungsideen entwickeln, dass man dann diese Unterschiede, die man gemacht hat, für den Moment wieder hintanstellen und nivelliert, um die Übersichtlichkeit und die Versammlung der seelischen Energie auf die neuen Differenzen zu erzeugen. Und das ist, also ist das nur in einer anderen Sprache beschrieben, etwas, was ihr alle sowieso macht. Aber das gezielte Entdifferenzieren, also Dinge, die keinen Unterschied machen, auch, also vorher mein Psychiatriebeispiel. Wenn klar ist, der kriegt Haldol, kann man sich eigentlich die Konferenz über die richtige Diagnose sparen. Der einzige Unterschied ist, es muss eine im Antrag bei der Kasse stehen, weil die Kasse nur psychiatrische Diagnosen bezahlt. Aber wenn der Unterschied nur ist, steht eine drin und zahlt die Kasse dann, aber nicht welche, dann kann man sich die Konferenz über die welche Diagnose sparen, sondern einen Zufallsgenerator an der Stelle hinmachen. Das schafft schon wieder etwas Spielräume der behandelnden Ärzte für die tatsächliche Arbeit mit dem Klienten, falls er daran interessiert ist. Zwischen rein, gell, bin ich ein bisschen böse. Ja, in der Schiffschen Sprache sind auch einige Arbeitsfiguren schon entwickelt worden, die diese geistigen Kompetenzentwicklungen ganz gut markieren. Auch jetzt wieder mit der Arbeit mit den Psychotikern, deren Wirklichkeitskonstruktion, deren Art zu differenzieren und zu gewichten und so, man eben aus dem eigenen Bezugsrahmen nicht für normal gehalten hat, dem man gesagt hat, Overdetailing ist aufgefallen. Also man fragt einen Patienten, wie kommt es, dass wenn du die Flasche siehst, anstatt uns zu rufen, dass wir helfen, dich zu kontrollieren, denkst, das müsstest du alleine hinkriegen, der Kampf mit der Flasche, obwohl du den immer verlierst. Und dann kann derjenige anfangen, alle Storys, die er kennt, sein Verhältnis zur Flasche einem zu erzählen. Und der Therapeut fragt immer verzweifelt, und was schließt du daraus, als es mal so war? Und was schließt du daraus, als es mal anders war? Also eine Schlussfolgerungsbildung, eine Regelbildung, etwas, woraus man Steuerung machen kann, weil Steuerung auf einer Ebene immer abstrakt ist, nicht eine reine reflexhafte Zusammenhang zwischen Auslöser und Wirkung, sondern Steuerung hat immer irgendwelche Prinzipien, nach denen gesteuert wird. Die möchte man bei dem Patienten rauslocken, dass er darüber nachdenkt, wie hängen die Dinge zusammen und wie kann man dann was machen. Dessen verweigert sich der Klient dadurch, dass er immer im Konkreten ist. Ja, und was soll ich dann machen, wenn der Herr Meier mit so einer Fahne bei mir reinkommt, zwei Flaschen Bier auf den Tisch stellt, das ist mein einziger Freund. Soll ich dem sagen, du bist nicht mehr mein Freund, mit dir trinke ich nicht? Ja, und dann kommt, und es werden immer Hölzchen und Stöckchen geliefert, aber nie die Äste dazu. Und das ist außer, dass man das vielleicht als ein Vermeidungsverhalten ansehen kann, um mit dem jemand vor sich selbst verschleiert, dass er emotional noch nicht bereit ist, seine Hilflosigkeit gegenüber dem Alkohol einzugestehen oder was immer, kann man das auch, dass er geistige Gewohnheiten entwickelt hat, mit denen er
auch gar nicht herausgefordert ist, das außer ein emotionales Problem dem zu begegnen. Ich sehe, dass einige jetzt schon so ein bisschen blinzeln und so. Also das zeigt, der wirklichkeitskonstruktive Ansatz ist einer, wo es halt doch dann auch oft abstrakt zugeht. Ich versuche immer wieder die Beispiele zu machen, die einem plausibel sind. Man kann sich natürlich fragen, brauchen wir dazu einen wirklichkeitskonstruktiven Ansatz? Ich meine ja. Das andere ist die Übergeneralisierung, was die beobachtet haben. Immer werde ich oder nie werde ich in meinen Anstrengungen hier anerkannt. Ja, da wird aus Einzelsituationen eine Schlussfolgerung gezogen, die weit mehr eine generelle Regel oder Einsicht daraus ableiten lässt, als vernünftigerweise richtig wäre. Und die entsprechenden Konfrontationstechniken sind eben bei der Überdetaillierung, dass man jemanden abverlangt, zu abstrahieren. Eric Byrne hat es im Training mit seinen Beratern immer gemacht, wenn die mal Fall für Fall und für Fall erzählt haben, hat er immer danach gefragt, for what is this an example? Das ist seine Abstrahierungsfrage gewesen. What is this an example for? Eine wunderbare Formulierung. Er kann sein Beispiel erzählen, aber danach frage ich, und warum haben Sie mir das erzählt? Was will mir das sagen? Wofür ist das ein Beispiel? Was für Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus und welche Steuerungsüberlegungen können wir daraus ableiten? Also ein Verlangen, dass eine gewisse Abstraktionskompetenz beim Gegenüber sich entwickelt durch Abstraktionsübungen. Und das andere sind die Konkretisierungsübungen. Als jemand sagt, morgens, wenn ich aufwache, da ist der Tag schon für mich eine einzige Suppe und ich weiß, ich bin ein Wanderer am Rande des Universums, Camus hatte recht und Kafka ist mir auch sympathisch und all diese Sachen, dann frage ich, ich weiß jetzt nicht, in welchem Film wir sind, wann ist was geschehen, an welchem Tag war das, wann hat das stattgefunden, und dann, bin ich aufgestanden und es meine Wohnung war eine einzelne, einzige Folterkammer. Also es ist auch so eine Abstraktion in einem Bild. Da sage ich, kann ich mir das so schlecht vorstellen, wie so mit Handschellen und Nagelbrettern und sowas. Ich mache das dann, indem ich diese mystifizierenden Beschreibungen wörtlich nehme, manchmal klar, was für ein Blödsinn das ist. Und lade die Leute dann sehr konkret ein, zu erklären, real life, real people. Und wann und wie lang und welches Ausmaß. Ich hatte wieder so unter Depression zu leiden. Also wann genau fing das an? Woran hast du gemerkt, dass du depressiv bist? Die Systeme sagen, angenommen du würdest die Idee, dass du depressiv bist, vergessen, woran würdest du denn merken? Was würde diese Idee denn wieder hervorrufen bei dir? Sodass, weil wir als Diagnostiker sind ja nicht in der Lage, uns ein eigenes diagnostisches Bild zu machen, das immer abstrakt auch ist, wenn wir die konkreten Lebensvollzüge nicht konkret genannt kriegen. Und wenn wir die Eigenetikettierungen, die abstrahierenden und manchmal bildhaft mythologischen Eigenetikettierungen übernehmen und versuchen, ein Gefühl dafür zu haben, was da wohl gemeint sein könnte, können wir in allem anderen, was wir daraus schließen, total auf Aquaplaning sein. Deswegen. Und ich verwende das auch im Training immer als Metapher. Ich sage, also angenommen, ich kann ein Kamerateam mit ihnen hinschicken und die filmen im Vorstand war wieder hauen und stechen. Und sie bringen den Film zurück und ich gucke mir das ganz konkret an, was sehe ich. Und ja, also da war ja ein Stunk. Und also erstmal wird natürlich eine Zeit lang dieser Stil des Abstrahierenden beibehalten und ich frage dann sehr geduldig, sehr freundlich, sehr konsequent nach, was da geschieht. Und es kann sich herausstellen und sagen, wir saßen beieinander, es war im Wesentlichen eine relativ sachliche Arbeitsatmosphäre, aber der Chef hat durchblicken lassen, dass er mit dem Finanzer nicht einverstanden ist und dass er da für die Zukunft des Unternehmens Probleme sieht.
Und das haben sie jetzt Hauen und Stechen genannt. Da sagt er, ja, der tut mir leid, der ist sowieso ein bisschen trinkgefährdet und seine Frau hat sich vor 2 Jahren umgebracht und so. Und dann entstehen überhaupt die Szenarien, auf die ich mich dann diagnostisch beziehen kann. Wenn ich mir selbst Bilder mache, dass da Hauen und Stechen und wie was war und aufgrund deren operiere, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich im Nirgendwo lande und mir manchmal der Klient sogar das nachher noch um die Ohren haut, relativ groß. Also bitte keine Blindflugversuche als Professionelle. Stellt zumindest stichprobenartig sicher, dass ihr den Klienten kennenlernt, dass ihr schon in der Regel wisst, was konkret gemeint ist, wenn er abstrahierende Sprache verwendet. Und wenn der sich beklagt, dass ich das nicht verstehe, sage ich, ja stimmt, das tut mir leid, aber ich verstehe es wirklich nicht. Und ich kann nicht verantworten, mit Ihnen zu arbeiten, wenn ich mir kein konkretes Bild mache, um was für Lebenssituation es geht. Es geht doch um die Gestaltung konkreter Lebensvollzüge, kann er schlecht Nein sagen. Gut, manchmal ist es auch wichtig, damit kommen wir aber schon ein bisschen in die Taxonomie der Wirklichkeitsbeschreibung rein, dass wir auch einfach Zusammenhänge sichern. Also wenn jemand Schlussfolgerungen gemacht hat und die auch formuliert und nach einer Weile was völlig anderes erzählt, dass ich ihn frage, wie das im Zusammenhang steht mit dem vorher. Also dass ich nicht erlaube, dass da so Wirklichkeiten aufpoppen, mal so, mal so, mal so, die zusammen kein Bild ergeben, in sich eine gewisse Stimmigkeit haben und ich mir da nicht erlaube, zu sagen, ich habe jetzt vieles verstanden, aber ich habe nicht verstanden, wie es zusammenhängt. Ich könnte aufgrund dieser momentanen Eindrücke jetzt eigentlich, bin ich nicht urteilsfähig, was bei Ihnen ein Problem sein könnte. Und es ist immer wichtig, von der Attitüde der Konfrontation nicht sagen, du musst mir das sagen, weil das sonst nicht richtig ist, sondern ich muss dafür sorgen, dass ich mir ein kompetentes Bild machen kann, sonst kann ich Ihnen keine Hilfestellung geben und es wäre unverantwortlich, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit zu verwenden, wenn ich im Blindflug bin und gleichzeitig Lotse spielen will. Das geht nicht. Sie sehen die meisten ein. Mache ich da lieber nicht. Ich sage manchmal, wenn Sie keine Auskunft geben wollen, ist besser, Sie gehen zum Tierarzt. Der hat Erfahrung damit. Das habe ich schon erwähnt. Abwertung ist also dann der innere Mechanismus, Wirklichkeit zu modulieren. Und das Redefinieren nach außen ist die Aktion, mit der ich das Wirklichkeitsbild, das der andere mir nahelegen will, entwerte, dass das nicht so wichtig ist. Grandiosität ist ein spezieller Begriff noch da drin. Das ist die Fehlgewichtung von Wirklichkeitsaspekten zur Rechtfertigung. Also das, was derjenige sagt, und das machen wir alle zuweilen, das ist nicht falsch, aber es wird so rangezoomt und wird so benutzt, um Folgeargumentationen plausibel erscheinen zu lassen, dass es grandios ist. Also nicht, grandios heißt nicht immer Größenwahn, sondern es heißt auch, ich fühle mich immer unheimlich klein und wenn man sich so klein fühlt, dann kann man nicht erwarten, dass man seine Aufgabe macht. Das ist auch grandios, weil ein Aspekt der Wirklichkeit so aufgebläht wird, dass ich damit ganz vieles andere, das ich nicht verantworten mag, rechtfertigen kann. Zum Begriff der Shifts. Eingangstransaktion hatten wir schon. Wichtig ist auch, und das üben wir auch sehr im Training, dass ich weiß, was für einen Fokus ich errichte und dass ich den stabil halte. Und ihr alle kennt Klienten, die jedes Mal eine neue Sau durchs Dorf rennen haben, und es schwer ist, mit denen einen Fokus stabil zu halten. Und da muss ich zumindest wissen, welchen Fokus wir haben. Wenn ich dann selbst verliere, wo wir eigentlich dran waren, habe ich natürlich ein Problem. Das kann manchmal der Lebendigkeit des Prozesses geschuldet sein, das ist dann kein Problem, aber manchmal kann das auch System haben, dass immer dann, wenn man eigentlich weiterführend klären müsste, ein anderes Thema wichtig wird. Und wir alle kennen Unternehmenskulturen, in denen das genauso gemacht wird, dass jedes Mal ein neues Thema dran ist und vom letzten Mal das nicht stabil gehalten wird. Und dafür ist auch wichtig zu klären, was für einen Kontrakt, was für eine Vereinbarung haben wir getroffen. Die halten wir nachher gerne flexibel, aber wir wissen, was vereinbart war und machen dann einen neuen Kontrakt.
So, jetzt zeige ich, mir ist klar, es ist ein bisschen heiß jetzt, ne? Nee. Nee? Ah, bei einigen glaube ich, auf die projiziere ich eine gewisse Ermüdung wahrnehmen zu können. Dem will ich gern übereifrig entgegenkommen. Aber es ist in Ordnung, wenn ich es jetzt auch ein bisschen verdichte, weil ich halt so im Redefluss vieles dann schon vorwegnehme, was dann nachher auf den Charts erst noch kommt. In den klassischen Termini der Schiffsschule möchte ich einfach nochmal sagen, wie ich das dann erweitert habe. Ich habe gesagt, wenn es bei dem gleichberechtigten Modell kann es ja nicht nur eine Abwertung geben, sondern da muss es eine Wertung geben und eine Umwertung. Und habe die als zusätzliche Begriffe genommen, indem man sich fragt, wie werte ich die Dinge eigentlich, dass daraus das Wirklichkeitsbild kommt, das für mich gültig ist und dass ich dem anderen auch anbiete, das auch als gültig zu übernehmen für diesen Kontakt der Wirklichkeiten. Und wenn ich behaupte, jemand anders redefiniert, das heißt, er zeigt Verhalten, das die Wirksamkeit des von mir eingebrachten Bezugsrahmens außer Kraft setzt, dann muss ich klar sein, dass ich natürlich versucht habe zu definieren. Also, dass ich versuche habe, einen Wirklichkeitsrahmen als gültig zu etablieren, denn nur vor dem Versuch kann ich sagen, er redefiniert. Er setzt einen anderen dagegen oder daneben, der damit nicht verbunden ist. Und dann haben wir die Aufgabe zu gucken, können wir das denn aneinander koppeln und nicht der andere benimmt sich schlecht. Und natürlich, was ja Gott sei Dank fast häufiger ist in einigermaßen funktionierenden Gesellschaften, ist, dass die anderen ja co-definieren. Das heißt, sie tun was, mit dem sie zeigen, dass der Bezugsrahmen, den ich etabliert habe, dass sie den akzeptieren. Also ich treffe mich jemand zum kollegialen Gespräch und nach einer Weile stellt sich raus, da können Sie einen Auftrag anbahnen und ich sage, ich könnte Ihnen da auch mal ein Exposé machen, wie das aussehen könnte. Falls wir da miteinander ins Geschäft kommen, findet ja ein Rollenwechsel statt und es wird ein neuer Wirklichkeitsrahmen damit eingeführt, definiert und der andere kann jetzt redefinieren, indem er sagt, ja, jetzt heute wollte ich mich einfach mal erst schlau machen, in welcher Schule Sie zu Hause sind, ich interessiere mich auch für eine Weiterbildung und sowas. Dann wird die Gültigkeit dieses Bezugsrahmens als Gestalten für den Fortgang unseres Umgangs miteinander redefiniert. Oder der andere kann sagen, ja, das wäre vielleicht eine klasse Idee, schicken Sie den mal, ich bespreche es mal mit meinem Chef. Dann wird co-definiert, der neue Bezugsrahmen. Statt dieser Abwertungshierarchie, die wir hatten, habe ich euch vorher kurz vorgestellt, die Stufen der Wirklichkeitsbegegnung, also eher aufbauend, auch davon ausgehend, Gemeinschaftswirklichkeit muss erst erzeugt werden und ist eine professionelle Kompetenz und der Schweiß der edlen Wert sicherzustellen, dass man überhaupt in einer zueinander passenden Wirklichkeit sich befindet, bevor man versucht, was zusammenzuarbeiten. Den Horizonterweiterung des Symbiosegedanken auf Organisation, den habe ich an vielen Beispielen euch schon klar gemacht und auch, dass ich denke, dass man eine Dialogkultur braucht für das immer wieder Neuverhandeln von beweglichen gemeinsamen Bezugsrahmen. Und da habe ich noch, das will ich aber jetzt wirklich nicht ausführlich machen, nur darauf hinweisen, auch eine ganze Reihe von neuen Definitionen. Also wir verwenden das Wort Fokus, wir verwenden Fokussierung und solche Dinge, aber dazu gibt es meist auch gar keine Definition und keine darauf bezogenen Fragestellungen, was ist Kompetenz und was ist nicht Kompetenz. Und da habe ich einfach mal ein paar Definitionen dazu geliefert. Fokus ist ein Betrachtungsaspekt, um den Beobachterstandpunkt deutlich zu machen. Und Fokusbildung, das ist der Vorgang, wie ich zu meinem Betrachtungsaspekt komme, dass mir selbst klar ist, wie ich eigentlich einen Betrachtungsaspekt aufbaue und etabliere. Oder dass ich studiere, wie ein anderer das macht. Und dann haben wir das Fokussieren, das ist wieder ein bisschen ein anderer Vorgang. Das ist nämlich der transaktionale Teil, wie ich einen Betrachtungsaspekt, den ich wichtig finde, zur Gültigkeit verhelfe. Dass der auch leitend in unserer Kommunikation wirksam wird.
Also das Fokussieren, ich fokussiere auf, sagt man ja. Also so vom Sprachgebrauch hat sich das alles ja schon entwickelt. Aber ich glaube, es gibt bisher noch wenig konzeptuell Programmatisches dazu, diese Dinge zu beschreiben. Und von daher kommt man, das tun Werbeleute natürlich sowieso oder Informationsabteilungen, die haben dann Fokussierungsstrategien. Und davon können wir ja vielleicht sogar noch einiges lernen. Und das Gegenstück dazu ist das Defokussieren. Das versuchen die Politiker immer, wenn ein Skandal hochpoppt. Manchmal klappt es auch und klappt es nicht. Nicht, dass sie dementieren, sondern dass sie versuchen, dafür zu sorgen, dass das Thema vom Tisch kommt. Und dann habe ich noch erste Skizzen für eine Pathologie von Wirklichkeitskonstruktionen gemacht. Die erwähne ich nur ganz kurz. Also unpassende Spezifizierung, nicht die Unterschiede, die die Unterschiede machen. Unpassende Konkretisierung, es wird ein Beispiel angebracht, das für das, was illustriert werden soll, gar nicht passt. Oder es wird eine Metapher gewählt, die eine ganz andere Logik hat als das, wovon sie erzählen soll. Also kleines Beispiel, da, oder man verständigt sich nicht. Kleines Beispiel davon, ich habe mit Leuten von der Waterkant gearbeitet und die wollten wissen, was so ein Berater so macht. Die sagten, ja, das in meiner Leichtsinn, bin ich in deren Bedeutungsfeld gegangen. Ich stelle mir das so vor wie so ein Lotse, ich übernehme nicht das Ruder am Schiff, kenne mich aber in bestimmten Gebieten aus. Und da hat er mir sofort erklärt, dass das nichts von mir nichts Vernünftiges zu erwarten ist, denn auf seinem Fachgebiet kenne ich mich halt nicht aus. Also ich habe mir mit der Verwendung dieser Metapher, weil der das auch so offen gesagt hat, ein Eigentor geschossen, weil die Logik der Metapher, habe nicht damit gerechnet, was das in seinem Bedeutungsrahmen für ihn bedeutet. Und da hatte ich ein bisschen Mühe, das wieder einzufangen. Ich habe auch schon hingewiesen auf unangemessene Herstellung von Text-Kontext-Relation ein bisschen abstrakt gesprochen. Also die Situation, von der wir jetzt reden, in welchen Zusammenhängen spielt das überhaupt eine Rolle, dass wir über diese Situation reden? Und dann stellt jemand diese Situation in den Zusammenhang größerer Beschreibung der Organisation, die mir überhaupt nicht einleuchtet. Ich sage, wenn das Ihr Problem ist, fallen mir Situationen der Organisation ein, die sehr viel eher ein Beispiel dafür sind. Inadäquate Polarisierung. Polarisierung sind meist inadäquat, möchte ich mal sagen. Ich bin kein großer Freund von Polarisierung. Bei uns herrscht die Gewohnheit zu denken, Polarisierung machen Dinge deutlicher. Ich meine, Polarisierung machen die Dinge meist falsch, weil sie das, was an die Pole getrieben wird, in ihrer Einseitigkeit und damit in ihren Unsinnsbereich treiben. Und erst wenn die wieder aufeinander zubewegen, kommen die erst in ihren Gültigkeitsbereich. Was wäre eine Polarisierung? Bitte? Ein Beispiel. Ein Beispiel. Also ich habe ja schon Bezug genommen auf ich, du, ich, es, Beziehungstypen. Wenn ich sage, geht es jetzt darum, ob man die künftige Strategie jetzt von den Sachthemen her aufzieht oder von dem möglichen Engagement der beteiligten Menschen. Und wenn ich so tue, das sind natürlich zwei Aspekte, die man durchaus unterscheiden kann. Das ist das Dualisieren. Aber ich kann es natürlich auch polarisieren, indem ich sage, ja, da gibt es ja die mit ihren Emotionen dauernd zugange sind, sind die, die die Sache nicht verstehen. Und die sollten das mal lernen. Und die anderen sagen, die sich dauernd mit der Sache beschäftigen, liegt nur daran, dass sie völlig inkompetent mit ihren Emotionen sind. Und dann entsteht ein Glaubenskrieg, der nur von den Polen herkommt. Würde man von vornherein das näher beieinander fügen und sagen, ein Sachthema in einer Organisation ist immer auch ein Thema menschlicher Gestaltung, weil es gibt keine Sache, die bei uns nicht von den Menschen überzeugt sein müssen, die Menschen transportieren müssen und die in irgendeiner Weise abgestimmt werden muss mit deren Bedürfnissen und Anliegen, dann wird die ganze Sache nicht von vornherein, nicht, erstmal nicht besonders dual und schon gar nicht polarisierend beschrieben. Und dann hat man viel, und diese Polarisierung kläre nichts, sondern lähmen. Das war Beispiel. Das ist dann integrieren. Ja, ja. Und man kann natürlich schlecht integrieren, wenn man vorher polarisiert hat.
Das wird dann oft probiert, Psychosomatik. Das ist ein psychisches Phänomen, das machen die Körperärzte. Okay, irgendwie ist beides wichtig, jetzt lass uns mal drüber reden. Und dann kommen diese unseligen Tagungen raus, wie Körper und Seele, wie kann das zusammengehen? Das Problem ist, dass man vorher polarisiert hat und nachher Brücken baut über die über Klüfte, die man vorher im Denken selbst produziert hat. Da entstehen Monster.